Einige von Ihnen fragen sich eventuell, ob Sie schon von Ihren Benzodiazepinen oder von Ihren Schlafmitteln, den Z-Substanzen, abhängig sind. Und da gibt es einen schönen Selbsttest von Dr. Rüdiger Holzbach, den sogenannten Lippstädter Benzocheck. Ich verlinke Ihnen den hier unten schon einmal. Und bei diesem Test werden einem einige Fragen gestellt, die man dann ganz ehrlich für sich selber beantworten kann. Benzodiazepine können sehr gut, sehr akut wirken, aber wenn man sie über einen längeren Zeitraum, über viele Wochen oder gar Monate einnimmt, dann kann es sein, dass es zu einer Wirkabschwächung kommt oder sie auch Symptome hervorrufen, die den eigentlichen Symptomen ähneln, die man damit behandeln wollte. Das heißt, das ist eine sehr gute Einschätzungsmöglichkeit für Sie selber als Patient. Und dieser Benzo-Check von Herrn Dr. Holzbach, der gibt einem dann auch Hinweise, wie man dann je nach Punktezahl damit weiter agieren sollte, ob man zeitnah einen Arzt aufsuchen sollte oder alles noch soweit erstmal im grünen Bereich ist. Diese Information wollte ich Ihnen kurz einmal an die Hand legen und dann sage ich, bis bald.